Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr drei Fritzboxen miteinander oder von mir aus auch hintereinander verbindet. Wir stellen sie so ein, dass nur die erste Fritzbox IP-Adressen vergibt und sich die anderen zwei somit in das vorhandene Netzwerk integrieren. Ganz am Ende richten wir noch in jeder Box eine Rufnummer ein. So könnt ihr auch an jede Fritzbox im Netzwerk ein Telefon anschließen. Damit es keine Komplikationen gibt, solltet ihr die beiden zusätzlichen Boxen auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Los geht's! Schließt zunächst die erste zusätzliche Fritzbox, in unserem Fall eine 7530, mit einem LAN-Kabel an euren Rechner an. Nehmt nicht Port 1, der wird gleich noch benötigt. Man kann es aber auch via WLAN machen. Wir haben das WLAN am Rechner deaktiviert, damit er sich nicht ungefragt damit verbindet und dazwischenfunkt. Öffnet nun euren Browser und gebt fritz.box in die Adresszeile ein. Gefolgt vom Gerätepasswort. Das findet ihr auf den neueren Geräten auf der Unterseite der Fritzbox. Ob ihr den Haken bei Diagnose und Wartung drin lasst, könnt ihr selbst entscheiden. Ich klicke hier jetzt oben links auf das Fritz-Logo und beende damit den Assistenten. Auf der Übersichtsseite sehen wir, dass noch keine Verbindung aufgebaut wurde. Klickt nun links im Menü auf Internet und auf Zugangsdaten. Wählt im Auswahlfeld Internetanbieter weitere Internetanbieter aus. Und im zweiten Auswahlfeld stellt ihr anderer Internetanbieter ein. Im Bereich Anschluss setzt ihr den Punkt bei Anschluss an externes Modem oder Router. Bei Betriebsart wählt ihr vorhandene Internetverbindung mit Benutzen aus. Klickt dann auf Übernehmen. Es folgt der Hinweis, dass diese Fritzbox ab sofort nur noch über die von der ersten Fritzbox vergebene IP-Adresse erreichbar ist. Das bestätigen wir. Einstellungen werden übernommen. Erfolgreich. Okay. Jetzt könnt ihr die zweite Fritzbox mit der ersten verbinden. An eurer Hauptfritzbox könnt ihr einen beliebigen Anschluss nehmen. An der zweiten Fritzbox müsst ihr Port 1 benutzen. Loggen wir uns nun auf unserem Hauptrouter ein, sehen wir im Bereich Heimnetz und Mesh. Die Kabelverbindung zur 7530 samt IP-Adresse. Nun das gleiche Spiel mit der dritten Fritzbox, in unserem Fall eine 7590 AX. Wieder mittels LAN-Kabel verbunden und eingeloggt. Auch hier brechen wir den Einrichtungsassistenten ab. Und klicken im Menü auf Internet und Zugangsdaten. Stellt hier exakt das gleiche ein wie vorhin bei der Fritzbox 7530 und klickt auf Übernehmen. Einstellungen wurden übernommen. Verbindet nun die dritte Fritzbox mit der zweiten. Bei Fritzbox Nummer 2 ist der LAN-Port egal.
Bei Fritzbox Nummer 3 müsst ihr den LAN-Port 1 verwenden. Die 7590 hat auch einen blauen WAN-Port. Den könnt ihr verwenden, müsst dazu aber eine Einstellung ändern. Klickt dazu links im Menü auf Heimnetz. Und auf Netzwerk. Wechselt in den Reiter Netzwerkeinstellung. Scrollt nach ganz unten und stellt sicher, dass in den WAN-Einstellungen der Port als LAN 5 eingestellt ist. Ist alles korrekt verbunden, schalten wir unser WLAN am Rechner wieder ein. Ihr seht hier nun die verschiedenen Netzwerke der drei Fritzboxen. Wer möchte, kann die WLAN-Namen und Schlüssel auch vereinheitlichen. Dann seht ihr hier nur noch ein Netzwerk. Nun ist es aber egal, mit welcher Fritzbox ihr verbunden seid. Mit Fritz.box landet ihr immer auf dem Hauptrouter. In den Netzwerkeinstellungen sehen wir nun die beiden anderen Fritzboxen. Klickt ihr die Einträge hier an, öffnen sich die Benutzeroberflächen der anderen. Internetverbindung klappt übrigens auch. Durch die Verbindung via WPS-Taste wird dann auch die Mesh-Verbindung hergestellt. Drückt dazu einmal die WPS-Taste an Fritzbox 1 und dann an Fritzbox 2. Hören die Boxen mit dem Blinken auf, wiederholt das Ganze mit Fritzbox 1 und Fritzbox 3. Dann erscheinen hier auch die Mesh-Symbole. WLAN-Name und Passwort werden hierbei vom Hauptrouter übernommen und angeglichen. Weiter geht es mit der Telefonie. Um nun Telefone an den Boxen anzuschließen und auch nutzen zu können, muss mindestens eine Rufnummer eingerichtet werden. Klickt im Menü der zweiten bzw. dritten Fritzbox auf Telefonie und auf eigene Rufnummern. Hier geht es weiter mit dem Button Neue Rufnummer. Ihr braucht hierfür die Anmeldedaten für die Telefonie. Die bekommt ihr von eurem Anbieter bzw. habt sie bereits erhalten. Die benötigten Daten können je nach Anbieter unterschiedlich sein. Auf jeden Fall müssen Anbietername, Vorwahl und die Rufnummer eingegeben werden. In unserem Fall auch noch das Sprachpasswort. Klickt dann zweimal auf Weiter. Und die Telefonieprüfung sollte hier grünes Licht geben. Die Rufnummer ist aktiv und ihr könnt ein Telefon anschließen. Das gleiche haben wir nun auch in der 7530 eingestellt und auch hier ist die Rufnummer grün. Auch die Anruflisten werden synchronisiert. Alles klar. Und das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Oder schaut auch mal gerne auf unserer Website vorbei, wo wir viele unserer Videos in Textform veröffentlicht haben. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.